So, Bestandsaufnahme Honigbaum. Mal gucken, was sich hier so getan hat bei meinem Wirtschaftsvölkchen. Also, eine vollgefüllte Honigwabe. Sehr schön. Mal gucken, ob wir noch mehr von haben. Bisher sieht es so aus, als ob der gesamte Honigraum richtig gut gefüllt wäre. Ja. Sehr gut gefüllt, aber noch nicht verdeckelt. Sieht sehr gut aus. Das gleiche Spiel, sehr voll mit Honig, die fangen jetzt an zu verdeckeln, das sieht sehr, sehr gut aus. Das Volk, der Stecher, hat sich zu einem richtig tollen Wirtschaftsvolk entwickelt. Und hier sieht man dann schon, wie es bald aussieht. Und bald dürfte der Honig reif zur Ernte sein. Könnte also passen mit dem Honiglehrgang, der bald ansteht. Toll, ich bin begeistert. Deckel drauf. Jetzt kommt das Üble. Ich hatte hier eine Brutwabe eingehängt von dem friedfertigen Volk da drüben, von dem friedfertigen Volk hinter mir. Und nun mache ich eine Annahmekontrolle, ob denn die Eier angenommen wurden und ob Weiselzellen vorhanden sind. Ich muss mal versorgen, dass die ein bisschen ruhiger werden. Alter, der Honigbaum ist sehr, sehr voll. Sehr schwer. Juhu, das werden mit Sicherheit 20 Kilo Honig. Yes, oder noch mehr. So. Also mal gucken. Ich hoffe, dass ich die Brutwabe gleich finde. Das Volk ist erstaunlich ruhig. Das sieht eigentlich gut aus. Ja, eigentlich sieht es gut aus. Wie gesagt, wollen wir hoffen, dass die Jungs auch so ruhig bleiben, beziehungsweise die Mädels. Was für Scheiße jetzt. Das sieht alles nicht nach Brutwabe aus. Hier haben wir verdeckelte Brut, aber auch Drohnenzellen, aber keine Weiselzelle. Das ist schon mal scheiße. Ein bisschen verdeckelte Brut, keine Weiselzelle. Nur ein paar Spielnäpfchen, aber keine richtige Weisezelle. Weil dieses Volk muss eine Königin langsam mal kriegen, weil sonst werden die nicht mehr lange machen, auf Deutsch gesagt. Futterwabe, auch keine Zellen. Shit. Das ist richtig kaputt. Nee.
Spielnäpfe haben sie jede Menge gebaut, aber keine Weisätze. So, jetzt, das könnte klappen mit dieser. Das ist eine Brutwabe, die ich eingehängt hatte. Aha! So. Und da sieht man jetzt da unten am Rand sehr viele verdeckelte Weisezellen. Auf der Seite auch. Verdeckelte und offene. In den offenen sehe ich die Maden. Da oben auch. Das heißt, das Volk wird sich bald eine Königin gezogen haben. Jede Menge Brut auf beiden Seiten. Das finde ich schon mal geil. Dann haben die bald eine Königin und dann kann ich den Laden auch wieder zumachen, damit die sich nicht allzu sehr aufregen. Das sieht aus wie versuchte Räuberei. Bienen, wo der Stachel draußen hängt. Jede Menge tote Bienen auf dem Absperrgitter. Kann eigentlich nur Räuberei gewesen sein, dass die versucht haben, an den Honig ranzukommen und wurden vom anderen Volk aufgehalten. Vom Originalvolk. Naja, c'est la vie, passiert. Na, wenn ich höre, dann fühle, ne? Und den schweren Honigraum wieder drauf. Alter Vater. Jo, das war das erste Volk. Ja, jetzt kommt die Kontrolle des zweiten Volks. Ich schaue mir aber nur den Honigraum an, weil die haben schließlich eine Königin. Sehr, sehr windig hier und das ist echt scheiße. Will ich nicht, dass der Honig die Luft annimmt vom Rauch. So. So, schauen wir mal. Also auch dieser Honigraum sieht sehr gut gefüllt aus. Das war vor einer Woche noch anders. Richtig voll bis oben hin mit Honig. Ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das wird meine erste Ernte wird richtig toll. Und wieder weg da. Ja, voll bis oben hin mit Honig. Richtig, richtig klasse. Noch nicht verdeckelt, aber die fangen gerade an. Kann aber nicht mehr lange dauern. Also, ich sage es mal ganz unverblümt, ich bin begeistert. So, alle wieder rein. Das war's. So, Kontrolle des nächsten Volks. Letzten Volks, da hinten in der Ecke. Und dann kommt Yavanna, das Pflegevolk von meinem Brüderchen, welches da unten ist. Ja, hier ist das Problem, dass der Honigraum bis jetzt nicht angenommen wurde. Und ich hoffe sehr stark, dass jetzt der Fall ist. Von einer Woche. Also,
halbe Rähmchen. Ja, mit der Honig auch nicht ganz so schnell. Ja, aber wenn es voll ist, auch so 10 Kilo wert, schätze ich mal. Ja, hervorragend. So, dann lassen die Mädels auch gleich wieder in Ruhe. Wir wollen sie ja nicht von der Arbeit abhalten. Jo, der Wanner. Der Name entstammt übrigens dem Herr der Ringe und ist, glaube ich, eine Elbenkönigin oder sowas. Also, mein Bruder hat sich das ausgedacht, den Namen für die Königin. Da er Bienenpate ist, durfte er sich das aussuchen. Bienenpaten, die einen gewissen Betrag in die Bienen investieren, haben halt ihr Volk, dürfen sich den Namen der Königin aussuchen, bekommen Honig von dem Volk. Aber dazu kann ich auch gerne mehr Informationen geben, wenn man mich drum bittet. Ja, die bauen auch fleißig weiter. Jede Menge Futter, jede Menge Stifte, ganz viele Stifte. Aber noch keine Königin. Nein. So, übrigens sieht man an meiner Kleidung so ein bisschen, dass Bienen im Grunde genommen sehr harmlos sind. Ich muss nur auf mein Gesicht aufpassen, weil da habe ich keinen Bock drauf, wieder einen Stich ins Auge zu bekommen. Das hatte ich schon und das muss man nicht haben. So, jede Menge Jungbienen. Aber keine Königin. Und jede Menge Maden und Stifte. Also ein tolles Volk, was sich mit der kleinen Königin ganz toll entwickelt. Wollen wir hoffen, dass wir die gut durch den Winter kriegen, aber ich gehe mal stark davon aus. So, hier sind ein Brutfeld zu sehen, wo gerade die Maden verdeckelt werden. Also ein wirklich schönes Völkchen geworden. Da, mittendrin, gelber Punkt, krabbelt Javanna, da und treibt sich auf einer Futterwabe rum. Da wird sie nicht viel Platz finden zum Eierlegen. Deswegen setze ich sie schnell wieder rein, dass sie auf ihre Brutwaben wieder kommt.
wie ich schon erwähnte, ein tolles Volk. Jo. Das war's. Sehr schön.